Und dann weißt du, wie das geht. Okay. Ach, läuft schon. Läuft also, du kannst von da filmen. Ja, ja, warte, ich mach kurz das im Einspann. Ey. Action. Guten Tag, meine lieben Benzin-TV und Benzin-TV-Gucker. Ich bin heute euer Benzin-TV-Moderator und natürlich werde ich halt wie immer diese Experimente durchführen hier. Es ist etwas schwierig, sich an die Regeln zu halten, deswegen nicht zu Hause nachmachen, weil auch viel mit Benzin passieren kann. Wir haben ganz gewöhnliches Benzin. Wie immer Benzin dabei und das Benzinfeuerzeug. So, also heute, ich weiß, ihr habt ja schon in meinen Blog reingeschrieben, ihr würdet gerne was sehen, was mit Feuerlines und Explosionen zu tun hat. Explosionen sind immer gefährlich. Deswegen haben wir einen Benzinmelder, einen sogenannten Benzinmelder. Und eine Batterie. Den werden wir jetzt hier erstmal anschließen. So. Wenn das Lämpchen leuchtet, dann ist der Benzinmelder aktiviert. Das prüfen wir kurz mit einem kurzen Tippen auf dieses Lämpchen. Also ich mache das nochmal richtig, dass man das sehen kann. Wenn wir dann sicher sind, dass dieses Benzingerät angeht, dann können wir anfangen. Also, für die Feuerlein und Explosion benötigen wir natürlich Benzin. Eine Benzinlein. Und eine Explosion natürlich. Das können wir am besten verursachen, indem wir einfach einen Behälter wieder nehmen. Und dann einfach Benzin reinfüllen in diesen Behälter. Und dann können wir auch schon beginnen. Wir haben ein Feuerzeug. Das ist von Camel Shop. Das kann man gut gucken. Genau, richtig. Okay, und dann zünden wir die Leinen mal an. Mal gucken, was passiert. Also ihr könnt ja schon mal vermuten, Thesen aufstellen, aber ihr werdet sehen, wie schnell sowas geht. So, dann haben wir diese Benzinlein. Und wir wollen ja die Explosion. Natürlich. Dann. Ist jetzt etwas nass geworden. Okay, gut. Also, wir machen das mal lieber mit einer. Das war jetzt ein größerer Behälter. Vielleicht funktioniert es ja dann. So, mein Kollege kann gleich auch mal Benzin. Dann zündet jemand mal an, wer ist denn freiwillig hier? Los geht's. Wie mache ich das denn? Also, du musst jetzt einfach an dem Rädchen drehen und dann wirst du sehen, Benzin brennt auch in dem Feuerzeug. Ja. Funk, ihr habt es gesehen. Wow. Diese Explosion war durch den Backdraft-Effekt. Wow. Da, Heize, also kalte Luft in der Flasche verschwindet und die Hitze drückt diese Luft aus der Flasche raus. Gut, dann werde ich euch dann beim nächsten Mal zeigen, wie eine gewöhnliche Zitrone brennt. Dann schönen Tag noch alle meine Benzin-TV und Benzin-TV-Gucker. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann.